Hallo zum 15. Tag unseres Meditations-Adventskalenders. Heute geht es wieder um unsere Gedanken, um unsere Gefühle. Und in dem Fall geht es tatsächlich darum, dass wir ein bisschen mit unseren Sinneswahrnehmungen spielen. Und da ganz viele beim Meditieren die Augen geschlossen halten, bietet sich natürlich nicht mehr so viel an. Wir könnten was fühlen, wir könnten fühlen, wie wir sitzen, fühlen, wie wir uns innen drin fühlen. Ich selbst praktiziere ganz gerne, dass ich mich auf das Hören konzentriere, und das würde ich Sie bitten, dass Sie das jetzt in den kommenden 10 Minuten machen, sozusagen als Einstieg in die Meditation. Danach können Sie gerne wieder in eine Atemmeditation überwechseln, das heißt den Einatmen zu zählen oder den Ausatmen oder die Atempausen zu betrachten. Bevor Sie allerdings damit anfangen, einfach diese Fokussierung mal nur auf den Gehörsinn, und ich würde Sie bitten, dass Sie, wenn Sie beginnen und die Augen geschlossen haben, einfach mal versuchen, nur etwas wahrzunehmen, was wirklich weit weg ist, auf der anderen Straßenseite, in Nachbarzimmer, Nachbarwohnung, die Autos einfach mal wahrzunehmen, die bellenden Hunde, die Kühe, je nachdem, wo Sie sind. Danach gehen Sie sozusagen in den mittleren Bereich, alles, was um Sie herum ist. Ich habe hier im Raum eine Heizung, die manchmal knistert. Die kann man wahrnehmen. Man kann auch wahrnehmen, dass vielleicht das Kissen ein bisschen knistert oder dass der Stuhl knarzt. All das, was quasi direkt an einem dran ist. Und das nächste wäre tatsächlich dann der Nahbereich. Versuchen Sie doch einfach mal, Ihren Herzschlag zu hören, egal ob er direkt in der Brust ist oder im Ohr. Versuchen Sie einfach mal ganz nah zu hören, was in Ihrer direkten Umgebung ist. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie einfach, dann sind Sie ja quasi schon bei sich, dann bleiben Sie einfach bei sich und machen mit einer Atemmeditation weiter.